guten Tag zusammen. Wir sind der Hakushinkai Düsseldorf, eine Übungsgemeinschaft für Iaido. Das ist eine alte Schwertkunst aus der Zeit der Samurai, die sich mehr als Kunst als Kampf versteht. Also der Gegner ist vorgestellt ganz anders als im Kendo, wo ein klarer Gegner vor einem steht und bekämpft wird. Hier im Iaido ist das was anderes. Wir stellen uns den Gegner vor, der wird bekämpft, letztendlich also wir selbst. Das Ganze möglichst sauber, korrekt, stilvoll, würdevoll, ehrevoll und präzise. Wir zeigen euch ein paar Formen, was wir im Training machen. Wir sind ungefähr 20 Übende unter unserem Sensei Udo, ganz links. Und im Training mehrmals die Woche trainieren wir feste Formen, also durchchoreografierte Formen, die dann möglichst präzise gezeigt werden in verschiedenen Kampfformen, also mit mehreren Gegnern, mit einem Gegner. Benutzt wird dabei ein sogenanntes Iaito, also ein japanisches Schwert, allerdings nicht geschliffen, das wäre dann ja auch rechtlich problematisch, aber ansonsten genau wie das japanische Schwert auch, das Katana. Iaido heißt viel wie Sein im Moment, das I, Ide, Sein, Ei, Passen oder Sein, Dasein, Hineinpassen und Do, wie genau wie im Kendo und Budo, der Weg, die Art, die Schule vielleicht auch. Und genau das drückt diese Kampfform aus. Das Ganze ist recht ruhig, also das Eigentliche, was man nur noch hört, ist das Sausen des Schwertes, wenn der Schnitt richtig durchgeführt ist. Also man kann auch falsch schneiden, indem man das Schwert nicht richtig hält. Und dann hört man nichts, aber wie ihr gleich auch hören werdet, wenn der Schnitt richtig ist, gleich bei verschiedenen Formen sehen wir das noch, dann hört man eben nur das Rauschen des Schwertes, das Sausen des Schwertes durch die Luft. Das Ganze, wie gesagt, kommt noch aus der Samurai-Ära, in der sich verschiedene Kampfschulen gegründet haben, die dann bis heute weiter trainieren. Wir trainieren auch nicht nur für uns, also es gibt einen Sensei in Japan, dem wir folgen, seiner Richtung, und der kommt auch einmal im Jahr oder mehrmals im Jahr her und verschiedene Vereinsmitglieder fahren nach Japan, um dort zu trainieren. Wie in allen japanischen Kampfkünsten ist natürlich der Respekt gegenüber den Mittrainierenden und vor allem auch dem Sensei, dem Lehrer gegenüber, besonders wichtig. Und hier sehen wir, das Schwert wird abgegrüßt, eben angegrüßt, hier abgegrüßt, also die Verbeugung vor dem Schwert nach vorne. Also in dieser Richtung wäre dann der Sitz der Götter, das Kamisama, Kamisa. Und jetzt wechseln wir zum Bokken. Also Bokken ist das Holzschwert, das wird dann eben dafür benutzt, tatsächlich gegeneinander zu kämpfen, ebenfalls choreografiert. Also der Kampf ist schon vorher klar, es ist klar, wer gewinnt, wer verliert, aber hier geht es gerade in dieser fortgeschrittenen Form des Kämpfens um die Abstände, das richtige Timing. Hier grüßen wir wieder das Schwert an und auch das wird genauso häufig trainiert, um einzuüben, wann, wer, wie stark, auch in welchem Abstand, in welcher Zeit was genau tut, um in verschiedenen Formen verschiedene Arten des Angriffs, der Verteidigung, des Kampfes zu üben.
Hier nehmen wir nicht nur die Holzschwerter, um das Verletzungsrisiko zu minimieren, auch wenn sie nicht scharf sind, die normalen Iaitos, sind sie doch natürlich spitz und das wäre viel zu gefährlich. Und auch wenn man sich das so aus den Filmen und so weiter nicht so ganz vorstellen kann, aber wenn man mit diesen Iaitos gegeneinander genau diese Übungen machen würde, dann würden die natürlich kaputt gehen, genau wie die scharfen Schwerter oder auch die alten Schwerter genauso auch. Und dafür ist der Wert natürlich viel zu teuer und deswegen wird hier auch mit Holzschwertern trainiert. Hier, die beiden Kämpfer gehen quasi erst auf Tuchfühlung, nähern sich langsam an und dann entlädt sich der Kampf im Angriff durch rechts und durch den finalen Schlag. Und jetzt am Ende nochmal die Bedrohungshaltung. Beide bleiben quasi aneinander dran, um sich noch bis zum Schluss nicht aus den Augen zu lassen, das Schwert einzustecken und dann wieder zurückzugehen für die nächste Form. Formen haben japanische Namen und hier der Kiai, der sogenannte Kiai, dieser Schrei, der ist auch, den es auch verschiedenen anderen Künsten gibt, im Aikido zum Beispiel, stärkt den ganzen Körper und verleiht dem Schlag dann nochmal mehr Kraft als ohne, machen wir aber relativ selten. Jetzt am Ende wieder, genau wie eben, das Schwert wird abgegrüßt, es wird sich vor dem Schwert verbeugt, es wird sich vor den anderen verbeugt, vor dem Lehrer in diesem Fall, um diese Übungseinheit zu beenden. Das Ganze machen wir nicht nur im Verein, also es gibt Lehrgänge in ganz Deutschland, zu denen wir fahren, zu anderen Vereinen. In ganz Deutschland sind wir etwa 500 Iaido-Übende in verschiedenen Richtungen, die sich allerdings alle ähneln. Es gibt Wettkämpfe, es gibt die deutsche Meisterschaft, die europäische Meisterschaft, sogar eine Weltmeisterschaft, in der wir auch recht erfolgreich waren. Letzte Woche waren wir auf der deutschen Meisterschaft, in der wir 3 Medaillen gewinnen konnten. Hier sehen wir nochmal ein paar Formen, die verdeutlichen, wie die am Anfang gezeigten Formen dann eben mit Partner aussehen würden. Zur Sicherheit natürlich wieder mit den Holzschwertern. Der Gegner kommt hier von rechts, wird direkt bekämpft und durch den Stich dann auch besiegt. Am Ende dieser Haltung, genau das ist das Abschlagen des Schwertes, des Blutes, das sogenannte Chibori, was am Ende jeder Form ist, also das Blut, ja hier natürlich nicht, aber im Grunde das Blut wird einmal zur Seite geschlagen und damit
das Schwert wieder gereinigt, um es dann wieder in die Schwertscheide, in die sogenannte Saya, zurückzuführen. In der letzten Form, in der Mitte, ein Kämpfer, zwei bedrohen ihn von links und rechts beim Gehen. Und unser Sensei in der Mitte ersticht und erschlägt den Gegner rechts, schlägt das Blut ab und führt das Schwert zurück. Bleibt in der Bedrohungshaltung am Ende, um dann zurückzugehen. Unser Sensei Udo zeigt jetzt noch ein paar höhere Formen, Formen, die wir erst etwas später lernen, ebenfalls allein und allein fortgeführt mit verschiedenen Gegnern aus verschiedenen Richtungen. Das Ganze, wie eben erwähnt, auf den Taikais, also auf den Wettkämpfen, wird nicht gegeneinander, wie gerade eben mit den Holzschwertern, durchgeführt, sondern möglichst präzise nebeneinander. Das heißt, die zwei Kontrahenten führen das Gleiche vor. Und wer es dann genauer, exakter, mit mehr Schwung, mit mehr Kampfgeist, das eben als Ausdruck der mentalen Haltung vollführt, der gewinnt. Die japanischen Kampfkünste sind größtenteils miteinander verwandt. Also das Iaido gehört zum Kendo, wie eben schon erwähnt, das kennen ja wahrscheinlich die meisten auch mit der Rüstung. Und Kendo heißt ja im Grunde der Weg des Schwertes oder die Kunst des Schwertes. Und natürlich gehören diese Schwerter dazu. Und es geht sehr viel um Timing, um Präzision und um das Ritual. Das heißt, der Ausdruck der Geisteshaltung, der Kampfeshaltung gegen den imaginären Gegner. Vielleicht für die, die gestern schon hier waren auf der Messe, es gab einen Workshop, den gibt es auch heute, heute Nachmittag gleich um 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr in der K-Pop Area. Da könnt ihr das einmal ausprobieren mit den Holzschwertern. Einige von uns sind dann auch da und können euch das mal zeigen, wie das so aussieht und wie sich das so anfühlt.
Und wieder wie am Ende jedes Trainings, wie eben schon gezeigt, die Schwerter werden hingelegt, sogenannt abgegrüßt, also die Verbeugung vor dem Schwert. Seht auch, das machen alle genau gleich, also die Handbewegungen, die Verbeugung, das wird alles geübt und möglichst präzise ausgeführt. Ja, wie gesagt, heute 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr der Workshop. Wenn ihr Interesse daran habt, kommt gern vorbei in der K-Pop-Area. Wir trainieren mehrmals die Woche. Der Hakushinkai findet uns im Internet. Da drüben sind noch ein paar Informationen. Vielen Dank.